Hey yo, was geht YouTube? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Gaia. Ich habe in der Zwischenzeit zur letzten Folge mich kurz zu dieser Eisstadt begeben, der Schneestadt, und habe bei den wilden Munchlax die Leftovers geholt. Ich habe insgesamt 6 Leftovers jetzt. Die habe ich jetzt mal verteilt, zum Beispiel, ich glaube Batman habe ich zum Beispiel eingegeben. Ne, also hier Item Leftovers. Ich bin der Meinung, dass wenn Pokémon kein Item hat, dann gib ihm einfach Leftover, das hilft immer. Und genau, wir machen uns wieder auf die Suche nach diesem Ding. Nach diesem Münzkorb. Ich hab immer noch... Was ist mit dem geil? Storage Key. Aha. Mit dem Storage Key könnten wir vielleicht natürlich nochmal irgendwie was machen möglicherweise. So, jetzt gehen wir hier auf die Super Repels. Storage Key, ja. Okay. Choice Band. Hier hinten war auch noch einer. Genau, den nochmal öffnen. Vielleicht haben wir dann ja hier sogar theoretisch diesen Münzkorb halt. Okay, Battle. Elektroball. Da würde ich sagen, machen wir mal direkt einen Abflug. Ich nehme mich auch keinen Bock, ehrlich gesagt. Hier ist auch noch was. Ah ja. Oh, hier kann man nach unten gehen sogar. Warehouse. Oh, hier gibt es sogar Wasser. Nein, ich will mal wissen, was es hier für Pokémon gibt. Slimer. Ach, dass wir da kein Rotom erwischt haben, ist natürlich echt räudig. Also das muss ich mir wirklich merken, da in dem mittleren Warhouse einfach mal nach einem Rotom zu suchen. Falls ich wieder hier vorbeikommen sollte, in einem zweiten Run oder so. Das ist halt das, wenn man blind spielt, ne? Man hat keine Ahnung. Trubbish, komm, scheiße auf den. So, jetzt nehmen wir wieder einen Repel. Iron. Hier kann man wieder surfen, okay. Okay, was gibt's hier? Auch wieder ein Elektroball. Haben wir gar keinen Bock drauf. Wieder ein Elektroball, da hinten wird's was geben. Coin Case, jawohl. Haben wir ihn doch gefunden. Ah, und hier gibt's auch noch die Rotom-Dinger. Ach man. Reibt mir noch hier ein bisschen Salz in die Wunde. Aber remember, das war im Warehouse, also nicht in der Stadt selber. Deswegen, falls wir noch irgendwie beim Münzkorb und so ein paar Pokémon uns holen können, vielleicht ist ja noch Rotom dabei. I doubt it, aber mal schauen. Auf jeden Fall haben wir es gefunden. Jetzt gehen wir mal in die Spielhalle rein. Ab ins Casino. 20 Coins from the nice guy. Ab in die Slots. Wie spiele ich? Oh, okay. Zack. Mal ein bisschen drücken. Yes. Ja. Zack. Gönn. Jawohl, gönnt. Jawohl, gönnt. Können einmal jetzt. Jawoll! Dicker Payout. D
dicker Payout. Mal kurz den Jackpot abgeholt. Zack. Boah, jetzt bin ich richtig heiß auf mehr. Zack, zack, zack. Kommen noch zwei Spins. Jawohl, nochmal einen guten Win mitgenommen am Schluss hier. Quit playing, yes. Also mein Level Cap ist auf jeden Fall 40. Deswegen, ich würde jetzt sagen, wir gehen einfach mal in die Arena rein. Jetzt muss ich hier noch surfen. Ach, kacke, echt. So, jetzt schauen wir uns mal den ersten Trainer an. Ich habe leider auch keine Psycho-Attacke irgendwie als TM. Garbodor. Aber jetzt ist auf jeden Fall der Punkt gekommen, wo ich immer mal wieder die gegnerischen Pokémon einfach mal anschaue, weil ich weiß nicht genau, was für ein Typ die sind. Und dann lieber so und ich weiß sicher, ob ich hier angreifen kann oder nicht. Nice. So, nächstes Pokémon ist Skuntank. Skuntank weiß jetzt zum Beispiel, dass Psycho hier keine Wirkung hat. Deswegen kann ich hier auf ganz entspannt wechseln. Und zwar auf mein Kampf-Pokémon wechsle ich. So, jetzt schauen wir mal. Was kommt? Slash. Mach Punch. Schauen wir, wie viel Damage. Ja, guten Damage. Jetzt gehen wir auf Close Combat. Jawohl, reicht. Jetzt geht die Wand weg. Okay. Boah, hier ist eine richtige Raffinerie. Let's go! Mhm. Krogunk. Ein Call Mind. Spezial Defense Rose. Revenge. Hab ja gar nichts gemacht. Da können wir auf noch einen Call Mind gehen. Einfach unseren Attack boosten und dann können wir den nächsten auch gut one-shotten. Ist eigentlich eine gute Strat. Swagger Attack Mist. Jetzt kommt unser Psychic auf ganz ruhig. Lockerer One-Shot. Eh eine Vierfach-Schwäche. Hätte ich auch erste Runde schon attacken können, aber so. Habe ich jetzt mein Stat nochmal ein bisschen geboostet. Toxicroak. Sucker Punch. Oh, okay. Hätte uns gefährlich werden können, natürlich. Natürlich. Ganz entspannt hier. Sehr gut. Kampf, Gift, sowieso vierfach Schwäche, also. Muss ich den jetzt auch nochmal battlen? Mhm. Valplum. Gehe ich auch direkt mal noch auf den Call Mind. Eine höhere Init, das ist auch schon mal gut. Es kommt Exit, okay. Ja, ich bin halt auch teils Fee, deswegen. So, guter One-Shot hier. Es kommt jetzt Sviper. Sollte dem Psychic auch reichen. Jawohl. Hier auch nochmal gute XP mitnehmen. Remember, unser Level Cap ist auf jeden Fall 42. Also ich muss auch hier mit Wingsaga ein bisschen aufpassen natürlich. Jetzt fighten wir den.
Weepinbell. Mhm. Weepinbell sollte eigentlich locker machbar sein mit einem Psychic. Again, ich will eigentlich nicht so viel leveln, aber machen es trotzdem jetzt. Wenn ich ihn one-shotten kann, dann wechsle ich nicht. Dann machen wir jetzt eine Future Sight und dann wechseln wir, damit wir XP sharen. Rove, okay. So, ich würde sagen, wir wechseln einfach mal auf Batman. Gift und Pflanze machen uns eigentlich eh nichts. Eben Gift, das macht uns kaum Schaden. Durch den Growth natürlich ein bisschen mehr als gedacht, aber wir haben ja Leftover wieder drauf. Das heißt, wir kriegen wieder angenehm was zurück. Acrobatics, mal schauen, vielleicht gibt es ja sogar auch einen One-Shot. Ja, perfekt. Future Sight gar nicht mehr gebraucht, aber egal. Sonst wäre es jetzt nach der Runde reingekommen. So, ein bisschen die XP geshared zumindest. Auch okay. Aha, jetzt ist das hier zu. Und hinten auf. Und hier auch offen. Glaube ich. Ariados, Psychic direkt reinklatschen. Jawohl. Also Wingsaga ist auf jeden Fall sehr, sehr strong. Ich habe nur das Gefühl, dass der Gegner jetzt auch zum Beispiel der Leader so einen Skuntank hat oder so, bei dem wir halt gar keine Chance haben mit Psychoattacken. Hier bei Baldorfisch wechseln wir jetzt auf unser Pflanze-Pokémon. Aber trotzdem, wenn wir vielleicht einen Callmind oder so setzen können und dann jeden One-Shotten, wäre halt easy. Ein Poison Jab macht so viel Damage. Ein Razor Leaf. Ich habe Razor Leaf und es macht so wenig. Ein Sleep Powder. Natürlich Mist. Wahrscheinlich kommt jetzt noch ein Crit. Okay. Ich wechsle aber trotzdem, glaube ich. Zwar auf Batman. Wir sollen Confuse Ray setzen. Ja, Revenge macht gar nichts, ja. Wir haben noch Leftover parat. Confuse Ray. Feels confused. Rollout. Oh, Rollout ist natürlich jetzt hier gar nichts. Wenn er weiter Rollout einsetzt, dann wechsle ich einfach auf mein Boden-Pokémon. Das macht mein Boden-Pokémon eigentlich gar nichts. So, hier haben wir auch Leftover drauf. Gegen Gift können wir natürlich auch hier wieder einen Mudshot einsetzen. Gegen Wasser zwar nicht effektiv, aber es sollte ganz gut kommen. Jawohl. So, wenn wir jetzt den Hebel betätigen, passiert wahrscheinlich nicht viel, oder? Hier unten. Hier haben wir noch eine Dame. Und ich würde auch sagen, wir beenden die Folge ab hier. Wir sind jetzt schon bei 20 Minuten Aufnahme und es wird dann nicht besser, wenn ich noch weiter mache. Deswegen guckt einfach in der nächsten Folge wieder rein, wenn wir die Arena machen. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Ciao, ciao, haut rein.